Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Metroid Other M. Wir sind auf dem Weg zum MW, also zum Biowaffenlaboratorium. Ridley? Das Vieh sieht lila. Was passiert? Ist passiert. Krasse Sache. Guck mal, wie Samus jetzt gerade steht. Das war jetzt krass. Boah, das ist riesig, der Raum. Jetzt komm. Ah, speichern. Perfekt. Kommt genau richtig. Dieser Part wird jetzt recht kurz sein, Leute. Warum? Weil ich euch die Spannung nicht entnehmen will. Ach. Oh, hier hat man mit Sicherheit gearbeitet. Aber die Sicherheitsdrohnen sind mittlerweile auch nichts mehr für mich, da ich jetzt hier sämtliche Sachen habe. James Price. Und er war dieser Typ. Was ist diese Tür auf? Sollten wir da reingehen? Nö. Ich möchte lieber noch was hier untersuchen. Die Tür ist kaputt. Daten? Nichts. Okay. Ich will lieber nach oben. Vielleicht finden wir ja oben was Interessanteres. Ne, unten, das stinkt's mir. Ja, sag ich doch, es ist interessanter, weil hier oben ein Missilcontainer ist. Fick. Boah! Ihr habt's denn mal, erschreckt mich doch nicht so! Wollen wir die Angst haben vor dem? Oh, tödlicher Schuss. Bam. Über ein Kreuz Headshot. Du der Nächste. Über ein Kreuz Headshot. Wie viel haben wir denn noch hier? Noch ein paar mehr? Ja, bitte. Ich will dich. Das hat sich gefreut. Noch jemand? Ich bin gerade in Ladung. Ich hätte gern noch was. Okay, jetzt geht's runter. Samus atmet tief. Ja, diese Tür ist versperrt. Ja, toll. Ihr seid ja lustig. Gibt's hier davor irgendwie so eine Speicherstation, damit ich den Codepart hier kriege? Oh, oh. Hier war Ridley.
müssen jetzt schon kämpfen, bitte nicht. Ridley. Ja, dann muss ich den Part doch gleich irgendwie schneiden. Eieiei, Ridley sieht ja sehr lecker aus. Was ist hier bloß passiert? Ja, sieht aus, als wird er ausgetrocknet oder ausgelutscht. Nee, Ridley. Naja. Ihr seht ja, was mit Ridley passiert ist. Das tun wir uns erstmal im nächsten Part an. Nämlich, da ich ja heute elegant es umdrehen will und euch die Spannung nicht nehmen will. Ich will nämlich noch was suchen. Weil das... Ich will nochmal zu Sektor 1 und da speichere ich. Dann sehen wir uns erst wirklich im nächsten Part wieder. Ihr habt jetzt gesehen, was mit Ridley bloß passiert ist. Ja. Ziemlich stark angegriffen. Der sieht aus, als wird der richtig so eingefroren, ausgelutscht. Eins von drei. Aber was ich jetzt noch euch zur Verschwörungstheorie erkläre zu Metroid Island. James war nämlich dieser Agent. Der, seht ihr es nochmal? Er wurde schön erledigt. Ja, sonst näher dran. Zack, James. Er war nämlich der sogenannte Rüpel. Was machen denn wieder Drohnen hier? Hallo? Er war nämlich der, versucht hat, diese Geschichte hier, die hier passiert ist, zu verstecken. Wie er das geschafft hat, keine Ahnung. Man muss es wirklich ihm sagen. Oh, hier ist genau eine Speicherstation. Ich werde in diesem Part nur gerade mal 8 Minuten halten, da ich ja die Aufnahmesession beenden will und weil ich keinen Kopf dafür habe, den jetzt zu besiegen, den Gegner, der jetzt kommt. Wir sind gut vorbereitet. Oder ich könnte auch in die Länge ziehen, aber ich bin ja kein Typ, der in die Länge zieht. Nämlich, wir sehen uns den Part, den neuen. Wahrscheinlich kommt ja jetzt so eine Doppelfolge, könnt ihr euch schöner machen, ne? Aber wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.